Willkommen zurück bei Let's Play Warcraft 3 Reforged. Kapitel 4 – Die Geister des Echentals. Zwei Tage später im Grenzgebiet des Echentals. Was Thrall ein, uns wegzuschicken? Wer kommandiert seine besten Krieger zum Holzfällen ab? Ohne mich ist er verloren. Häuptling, mit diesem Wald stimmt etwas nicht. Es ist zu still, als würden wir beobachtet. Fürchtet ihr euch jetzt schon vor Geistern? Hier gibt es nur uralte Bäume und Schatten. Habt ihr das gehört? Hier spukt es doch. Lebende Gegner fürchte ich nicht, aber gegen Geister kann meine Axt nichts ausrichten. Schweigt und macht euch an die Arbeit. Für die neue Siedlung des Kriegshäuptlings brauchen wir viel Holz. Dieser Waldabschnitt muss gerodet werden. Gerodet werden. Alles klar. Wir müssen Holz sammeln. Gut. Da wir keine Goldmine am Anfang haben, ist das jetzt erstmal unsere einzige Armee. Ich will jetzt auch nicht mehr machen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Peons wir haben. 1, 2, 5, 6 Peons. Gut, die können hier ruhig weiter abbauen, ist mir egal. Hier wird auch weiter abgebaut. Das heißt, wir könnten erstmal zwei Kopfjäger ausbilden. Das ist schon mal wichtig. So, wir durchbrechen jetzt hier die Mauer. Denk drüber nach. Endlich. Rache für Sul'jin. Häuptling, wir werden angegriffen. Ihr hattet recht, Schwestern. Diese grünhäutigen Barbaren haben keine Achtung vor dem Leben. Ja, natürlich tötet nicht. Sie in Eluns Namen. Und bams, bams, bams. Kill them. Frauen, es sind Frauen. Ja. Sie sehen fast wie Elfen aus, aber sie sind viel zu groß und viel zu wild. So, down. Ich denk drüber nach. Dann gehen wir jetzt hin, nehmen einen Peon. Ja, diese tanzenden Lichter sind schon seltsam. Vielleicht sind das die furchtbaren Geister, vor denen euch allen so graust. Die Lache ist einfach göttlich. Endlich. Also Groms Stimme ist einfach wirklich on point. Motherfucker, hört sich die geil an. So, killen wir die ganzen fucking Irrwische. Die braucht keinen Schwanz, außer die Nachtelfen selbst. So. Außerdem kriegen wir dafür EP. Ich denk drüber nach. So. Da haben wir unsere Kopfgeldjäger, die bringen wir direkt hier hin. Ja, ich werde noch nichts machen, bevor wir nicht. Weil 355 Gold haben wir auf jeden Fall zur Ausbildung. Allerdings, wie viel kostet ein Peon? 75. Nee, haben wir nicht. So, machen wir das so. Sobald das fertig ist. Endlich! Keine Gefangenen! Wie viel die Irrwichs aushalten.
keine Gefangenen. Okay. Wie ihr meint. So, wir warten darauf, dass unser Hauptgebäude fertig wird. Die anderen Peons rackern währenddessen im Wald weg. Häuptling, die Kriegerinnen sind auf fliegenden Bestien zurückgekehrt. Wenn unsere Wolfsreiter sie eingeschnürt haben, ist der Spuk vorbei. Oh, unsere erste Einheit ist gefallen, der Schamane. Scheiße. Die machen auch guten Schaden, meine Fresse. Also jetzt im Ernst? Arbeit abgeschlossen. Haupthaus ist fertig. Wir. Muss was getan werden? Nein, du gehst weiter Holz hacken. Aber hier hinten. Arbeit, Arbeit. So. Wir brauchen mehr Gold. Ich weiß, dass ich nicht genug Gold habe. Würde aber jetzt kommen. So. Bereit zur Arbeit. Kriegshäuptling. Das Problem ist, vieles nicht zu tun, außer jetzt abwarten ein bisschen. Da wir erstmal die Peons brauchen und dann das Gold. Also jetzt können wir den fünften Peon machen, der an der Mine arbeitet. Den Rest können wir jetzt erstmal in Forschung reinsetzen. Sowas wie Stachelbarrikaden und sonstigem. Weil das ist auch gut für die Türme, die wir gleich bauen werden, um unsere Basis zu schützen. Wir könnten die Trollregeneration erforschen, aber jetzt noch nicht. Wir könnten unsere Armee aufbessern, allerdings jetzt noch nicht. Bereit zur Arbeit. Adeptenausbildung für Schamanen haben wir auch noch übrig. So. Wir brauchen auf jeden Fall drei Armeen. Eine Main-Armee, eine Armee mit Verwüstern und eine Armee, die den Stützpunkt schützt. Besonders da die Minen sehr schnell einkrachen, müssen wir auch uns auch relativ schnell auf den Weg machen zu den anderen Nachtelfenen Lagern. So, wir werden jetzt einen von den Holzfäller-Peons degradieren. Uns hier schöne Türmchen hinzusetzen. Alles klar. Wir können auch hingehen und ich glaube ich nochmal Forschung abgeschlossen, mehr Gold. Peons mehr. Aber wir brauchen auch noch welche zum Holzhacken. Wir brauchen noch welche, um ein paar Gebäude herzustellen. Wir brauchen auch noch welche zur Arbeit. Jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. So. Was ihr wollen? Nummer 2. Setzen wir bereit zur Arbeit. An Baue. Aber gern. Wobei, nee, die Bauern. Ja. Bauern Arbeit, Arbeit. Wo kommen die jetzt her? Bereit zur Arbeit. Was ihr wollen. Ich bin nur zu lang zu warten. Okay, die werden jetzt. Muss was getan werden? Ja. Bereit zur Arbeit. Unsere Stadt wird angegriffen. Wo? Was? Wo? Die sind doch schon wieder tot. Was ihr wollen. Arbeit abgeschlossen. Aber gern. Ich bin es leicht zu warten. Bereit zur Arbeit. So, wie gesagt, das... Muss was getan werden. Aha. Hier noch ein das Turm. Das kann ich. Hier noch ein Turm. Aber gern. Ach ja, genau. X-Häuptling. Und dann setzen wir unsere Armee nach da. Puh. Alles klar. Ah, seid gegrüßt, werter Ork. Euresgleichen sieht man in dieser Gegend selten. Wir sind zum Holzfällen hier, kleiner Goblin. In dieser Gegend macht uns ein Stamm von Bärenmenschen, sogenannte Furbolgs, großen Ärger. Tötet ihren Häuptling und wir verkaufen euch unsere Waren zu einem guten Preis. Vielleicht leihen wir euch sogar ein paar Schredder. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. So, das Problem ist, die Furbolgs könnten richtig hart werden. Wir werden aber trotzdem erst die Furbolgs erledigen.
um mit Schreddern unsere Geschwindigkeit Arbeit zu fördern. Arbeit abgeschlossen. Weil wir müssen auf jeden Fall eine bestimmte Menge an Holz sammeln. Das ist unabdingbar. Arbeit, Arbeit. So. Natürlich erstmal den Turmschutz. Der ist für mich immer am wichtigsten am Anfang. Arbeit abgeschlossen. Was ihr wollen. Arbeit abgeschlossen. Das kann ich. Weil gerade wenn wir jetzt hier die ganze Scheiße niederholzen, brauchen wir eine gute Verteidigung. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Ja. Weil wir nämlich nicht wissen, wo die jetzt gleich durchbrechen. Alles klar. Ich habe doch Pfeile gehört. Muss was getan werden? So, folgendes. Wir brauchen Orkbauten. Das kann ich. Arbeit, Arbeit. So, jetzt erforschen wir den Rest hier. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Soll Regeneration auch noch erforschen. Die Adeptenausbildung für Schamanen ebenfalls. So, wir haben jetzt eine Gruppe, wo noch 4 Stück fehlen. Das heißt, wir ergänzen diese Gruppe mit 3 Grunzern. Ne, einem Schamanen. Einer Kolobestie. Wir brauchen mehr Gold. Wofür ich kein Gold habe. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Und 2 Grunzern, wofür ich auch kein Gold habe. Arbeit abgeschlossen. Das Problem ist, die Goldmine geht so schnell zur Neige, das ist echt unfassbar. Aber gern. So, dann erstmal die Bäume weiter abholzen. Muss was getan werden. Was ihr wollen. Ja. Forschung abgeschlossen. Ich bin es leid zu warten. Wir saven mal. Forschung abgeschlossen. Aber im Moment läuft's gut und das will ich nicht aufgeben. Speichern wir auf LP100. So, der Schamane wird ausgebildet. Forschung abgeschlossen. Die 2 Grunzer. Die Kodobeste kostet ein bisschen mehr, dafür macht ihr aber auch gut Schaden. Und hilft unseren, ich habe das Wort vergessen, unseren Einheiten aus. Mit Verstärkung. So. Sturm, Erde und Feuer. Hört meinen Ruf. Gesammeltes Holz haben wir noch nicht mal annähernd so, das ist irgendwas bringen würde. Mein Leben für die Horde. So, es wird aber noch mehr. Leitet mich. Wie war da? Kodobestie ist auch erschaffen. So, der nächste Grunzer kommt. Dann haben wir alle. Jo, Kodobestie. Mein Leben für die Horde. Da ist er. Loktar. Uga. Bams und Bams, das machen wir auch noch. So, jetzt haben wir. Da ist ein Peon bei gerutscht. Unsere Stadt wird da rutscht die ganze Zeit ein Peon bei. Jetzt haben wir's. Oh, von beiden Seiten, die Wichser. Okay. Marsch! Kein Problem! Ach, schon weg? Okay. Ich hab nichts gesagt. Ja. Was Bro? Wir wollen? 9 Turm errichten. Das kann ich. Das kann er. Das ist sehr gut. So, Orkbauten haben wir genug. Wir haben eine
Begrenzung von 80% im Moment. Von 80 Einheitspunkten. Versorgungspunkten, sagen wir es so. VPs. So. Forschung abgeschlossen. Die Ausbildung erfolgt. Wir holen uns noch die Rüstung. Bilden in der Zeit, wo wir jetzt Gruppe Nummer 1 losschicken. Gruppe Nummer 2 schon mal aus. Bestehend aus 2 Schamanen. Vier Grunzer. Wir brauchen mehr Gold. Ausgebildet wird das reicht. Arbeit abgeschlossen. Goldmine hält nicht mehr besonders lange. Wir müssen aufpassen, dass unsere Streitkräfte jetzt nicht sofort brechen. Das wäre traurig. Das Problem ist, wir haben mit Brom noch nichts an Schätzen oder sonst wo gesammelt. Und unser Wolfs. Mein Leben für die Horde. Boy ist gerade sehr in Mitleidenschaft geraten. So. Endlich. Gehen wir erstmal hier oben lang, um zu dem Vollbox zu gelangen. Meint. Sonst da haben jetzt die Leute angegriffen. Das heißt, ich denke mal, als nächstes werden sie von oben angreifen. Sturm, Erde und Feuer. Hört meinen Ruf. Mein Leben für die Horde. Erschaffung. Damit haben wir 6. Wir brauchen mehr Gold. 2 Wolfsreiter machen wir noch. Ich denk drüber nach. Ich denk drüber nach. Ein Foliant der Beweglichkeit. Kann nicht schaden. Oh. Außer sowas passiert. Mein Leben für die Horde. Endlich. Wie ihr meint. Bereit zum Ausritt. Gewählt. Ich denk drüber nach. Da unten ist der erste Feuerball. Das müssen die Feuerball sein. Damit wir nicht alle auf einmal ranziehen. Das wird ein guter Kampf. Oh, da ist schon der erste tot. Sieht tatsächlich relativ bad für uns aus. Aber wir haben hier Goldmünzen. Wollen wir uns noch den Furby? Okay, Unsere Stadt wird angegriffen! Jetzt schon? Achso, nee, das ist wegen den. Jetzt wird's angegriffen! Reiten wir mal zurück. Keine Gefangenen. Wir müssen sowieso aufstocken. Wobei. Nee, das kriegen die hin. Endlich. Jetzt haben wir verloren. Ein Wolfsreiter, ein Schaman, ein Grunzer. Wir werden angegriffen, ja, Häuptling. Ja. Meister? Warten wir, bis sie da sind. Unsere Stadt wird angegriffen! Ach, da hinten ist eine Balliste, die ganze Zeit unsere Peons. Ja, okay. Ja, wir werden angegriffen! Kümmern wir uns darum. Der erste Wolfsreiter ist angetroffen. Ich bin es leid. Eingetroffen. Nicht angetroffen. Da kommt der Shami. Häuptling, in diesem großen Baum pulsiert Magie. Wir sollten ihm fernbleiben. Puh, bin ich von Feiglingen umgeben? Das ist ein Baum wie jeder andere. Fällt ihn! Oh Gott, was? Nein, oh.
Leute, weg hier. Zurück. Goldmine gibt nicht mehr viel her. Wo krieg ich den Gesundheitsstein nicht? Wie ihr meint. Bro, sammelt den Gesundheitsstein ein. Komm, danke. Alles klar, und dann gehen wir die Quest an. Okay, hier ist der erste Stützpunkt der Nachtelfen. Unsere Mine ist fast erschöpft. Wir haben wir erstellen jetzt noch einen Troll und einen Grunzer schicken wir dahin. Was wir wollen. Ah, danke. So, diese Shedder werden aus den Bäumen ratzfatz Kleinholz machen. Ups, nein, wollte ich gar nicht. Das kann ich. Das wollte ich tun. Arbeit, Arbeit. Geilo. Schredderchen. Rache für Sultan. Kriegshäuptling. Ich denk drüber nach. Ich denk drüber nach. Buchsteuer aus. Wen soll ich töten? Am besten nicht mich. Ich bin es so, Armee Nummer 1 steht wieder. Endlich. Ich stelle ihn mal hier vorne auf. Armee Nummer 2. Ja, Kriegshäuptling. Stehend aus den Leuten, die quasi eigentlich im Arbeit die meisten der Fällen hier bleiben. Was ist los? Greifen wir jetzt von hier an. Ah, mit einer geballten Druckenkraft, ey. So, das ist fertig. Die Goldmine ist eingestürzt, das heißt. Oh, wow, 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 wow. Bauen auf jeden Fall sofort. Okay, wir werden hier locker dezimiert. Wir brauchen mehr Aufbauer. Ah ne, die holzen die Bäume ab. Alles klar. So, wir werden hier auf jeden Fall locker dezimiert. Das heißt, ich mach jetzt schnell. So, wie sieht's aus? Was fehlt uns? Zwei Grunzer. Ja. Arbeit abgeschlossen. Das ist die Armee, die hier bleibt. Das ist so in Ordnung. Die Verwüster schicken wir mit drei Wagen alleine hinterher. Und das ist die Hauptarmee. Das sind die Ersatz. Und der Ersatz, das ist der Ersatz. Sowie auch ja. Die Heimverteidigung. Alles klar. Dann mal Wagen Nummer 2. Ich werde jetzt schon mal beginnen. Denk drüber nach. Endlich. Anzugreifen, glaube ich. Wobei. Bereit zum Ausbauen. Ich werde da hinten einfach mal angreifen.
Aber es sieht sehr versorgungsmäßig aus. Oh. Ich glaube, ich kriege mal gut Holz. Seht ihr? Dieser große Baum hat uns eine Menge Holz eingebracht. Wenn wir noch mehr finden, fällen wir sie auch. Stiefel der Geschwindigkeit, sehr schön. Arbeit abgeschlossen. Keine Gefangenen. Da wird heftig geackert. So, ich denke drüber nach. Unser Dritter müsste jetzt einsatzbereit sein. Oh, wie viele Stützpunkte haben die denn? Wollt ihr mich verarschen? Scheiße. Steuerung 2, 1. Ja gut, wir müssen nur das Holz sammeln, also. Es geht noch. Was ist das? Ja, eine Goldmine. Ich denk drüber nach. Endlich. Okay. Ich denk drüber nach. Das ist gut. Weil die hier ist nämlich eingestürzt. Muss was getan werden? Nein, das nächste Haupthaus, meinte ich. Hier erwischen. Das kann ich. Was ihr wollen? Die Gropions kommen hier hin. Arbeit, Arbeit. Setzen sich hier hin. Wie ihr meint. Wir werden ein bisschen weiterschauen. Ich denk drüber nach. Aber wenn hier nämlich. Ja, ich wüsste es. Okay, warte, warte, weg, 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 weg. Die sterben mir sonst zu schnell, wenn die lange hier gegen die Belagerungsscheiße kämpfen. So, die greifen nämlich das jetzt. Keine Gefangenen! Lang. Ich denk drüber nach. Wie schaut's hier aus? Die Nachtelfen sind natürlich exzellent im Fernkampf. Oh shit. Wie ihr meint. Endlich. Ich denk drüber nach. Wir werden angegriffen. Keine Gefangenen. Endlich. Wo kommen die denn alle her? Wie ihr meint. Die setzen uns richtig heftig zu. Wir werden angegriffen. Die haben eine mega Hammer-Armee. Scheiß drauf, wenn jetzt ein paar verrecken. Sieht's hier aus? Was ihr wollen? Wir werden angegriffen! Arbeit abgeschlossen. Keine Gefangenen. Wir haben unser Soll fast erfüllt. Die Holzlager sind so gut okay. Wie voll. Wir könnten das also in kürzester Zeit einfach schaffen. Okay, nee, erst auf den hier.
Wir haben auch immer noch eine Verteidigungslinie zu Hause. Auch wenn die letzte Linie nur aus ein paar besteht. Ich bin zu leicht zu warten. Wir hätten auch eigentlich voll auf Verteidigung gehen können, oder? Das wäre möglich gewesen, allerdings ist ein bisschen offensiv spielen lustiger. Unsere Stadt wird angegriffen! Oh, 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 oh. Wie kann ich helfen? Ja. Kein Problem. Mit so, Wir werden weiter angegriffen! Weiterhin. Okay, nee, greifen ist alles in Ordnung. Muss was getan werden? Unsere Stadt wird angegriffen! Da sind sie wieder. Ja! Marsch! Alles klar. Ja. Alles klar. Kriegshäuptling. Ich bin es leid zu warten. Ja, das kriegen wir schon gebacken. Ich denk drüber nach. Wollen wir jetzt mal die irgendwo hier hin? Hier wird fleißig Holz gesammelt. Dadurch können wir uns jetzt noch ein paar Schredder kaufen. Und das restliche Holz für uns wegholzen. Das restliche Holz für uns wegholzen? Okay. Eins und zwei. Arbeit abgeschlossen. Klar, es wird schneller gehen, wenn ich hier irgendwo eine Kriegswerkstatt hinsetze. Weil ich jetzt nicht wüsste, wo es sich am meisten lohnen würde. Doch hier. Ja. Aber gern. Wir speichern nochmal ganz kurz. Dann haben wir jetzt auch gleich nur den Kack zusammen. Wir werden angegriffen! Leitet mich! Unverzüglich! Ja, haben wir. Arbeit abgeschlossen. War aber schon gut. Breathtaking. Dem Kopf, die Rodung ist abgeschlossen. Gut, dann beginnen wir sofort mit dem Bau der Siedlung. Ich hatte tatsächlich im Kopf, dass die Schredder jeweils 20 Holz sammeln und deshalb so gut sammeln. Ich sammle 200 Holz. Alles klar.
Ja, Sieg. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.